Heute machen wir eine super leckere Rosenkohlpfanne und zwar mit Spätzle. Du kannst diese Rosenkohlpfanne natürlich individuell gestalten, aber legen wir mal mit diesem Rezept los. Du brauchst dafür ungefähr 250 Gramm Rosenkohl. Du schneidest die Rosenkohl in Scheiben, ungefähr dreimal durchschneiden. Als nächstes nimmst du eine halbe rote Paprika und würfelst diese. Jetzt gibst du Öl in eine Pfanne und gibst den Rosenkohl hinein und dünstest den ungefähr für 10 Minuten an. Achte darauf, dass du immer schön umrührst. Jetzt gibst du etwas Knoblauch hinzu, den dünstest du ebenfalls mit an. Jetzt kommt ein Stückchen Butter hinzu, das macht den Rosenkohl noch etwas geschmeidiger. Wenn dir das Video gefällt, dann lass doch sehr gern ein Like da und abonniere meinen Kanal, damit du keine Rezepte mehr verpasst. Im nächsten Schritt gibst du die Paprika mit in die Pfanne und dünstest sie ebenfalls noch mit an. Außerdem gibst du noch eine Zwiebel hinzu, die du vorher noch klein geschnitten hast. Jetzt verrührst du das Ganze nochmal gut durch, damit alles schön glasig ist am Ende. Jetzt wird das Ganze noch gut gewürzt und zwar mit Salz, Pfeffer, Paprika und Muskat. Wenn dein Rosenkohl schön knusprig goldbraun ist, dann ist er genau richtig. Parallel dazu kochst du deine Spätzle. Du kannst diese Rosenkohlpfanne natürlich auch pur genießen. Ich habe hier in diesem Rezept Spätzle mit eingebaut. Ein unglaublich leckeres Gericht, sag ich dir. Wenn die Spätzle al dente sind, gibst du diese mit in die Rosenkohlpfanne hinein und drehst diese nochmal für 2 Minuten mit an. Danach sind wir auch schon fertig und du kannst diese leckere Rosenkohlpfanne genießen. Unglaublich lecker. Probier es unbedingt aus. Schau dir auch unbedingt die anderen Rezeptvideos an. Da ist auch sicherlich was Leckeres für dich dabei. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.